Hier wohnst du. Ja, wieso? Ich wollte das hier ein bisschen hübscher machen, aber ich erreiche keinen. Mir. Aber eine hübsche Möwe. Das ist Gertrud. Das ist eine Taube, das ist doch keine Möwe. Das ist eine Taube, die ist warum dafür erkennst da, du das nicht? Andere Tauben von meinem Grundstück fernzuhalten, weil jeder weiß, aber das ist Gertruds Hut. Ach gut, ja, Hut. Gertrud. Das ist mein Hundekörbchen. Oh mein Gott, ja. Ich habe keinen Hund. Oh ja. Okay, gehen wir weiter. Ach du Scheiße. Ja, deshalb ist das Dach besehen, ne? Also, der macht so tolle Dinge, ne? Aber dann reißt er alles wieder mit dem Arsch weg. Jens ruft wieder geben. Ja, Jens. Herr Butters? Ja, bitte. Darf ich auf das Grundstück fahren, unsere Auto holen? Was für ein Grundstück? Na, der Anwesen mit der Party. Was hast du den Medizinern erzählt? Nee, geht schon, wir laufen, danke. Wir haben denen gesagt, wir standen an der Hafen und sollten der Yacht auf den Boden. Und dann kam da das Speedboot angefahren mit den Leuten drauf und die haben einfach geschossen. Und dann hat der Victor hat sich vor uns geschmissen, um uns zu helfen. Wird der Victor das auch so aussagen? Victor sagt das auch so, ja. Sonst hat er bald keine Pass mehr. Jens, gibt da noch irgendein Upsi, was ich bisher nicht gesehen habe? Oder waren das alle Upsis? Das ist kein Upsi mehr, nee. Aber, also, ich hab dir Angst, dir das zu sagen, ne? Sag ich dir, wie das ist, ne? Was? Ich muss noch meine Schlafsachen abholen. Wir haben heute Nacht, als wir die Busstelle gebaut haben, ich hab das nicht mehr geschafft, nach Hause zu fahren. Und dann hab ich mir hinten in der letzten Ecke von der Yard hab ich mir ein Zelt aufgeschlagen für heute Nacht. Müssen wir noch abholen kommen. Wo? Ganz hinten in der Ecke. Da kommst du ja nicht hin, weil du da nie bist. Da bin ich in die letzte hintere Ecke, habe ich gedacht. Hinter der Garage? Quasi hinter der Helibett. Was soll ich machen? Denn ich konnte doch nicht heute Nacht, wie denn die ganze Nacht haben wir alle drum gebaut, alle gehämmert und ich hab's nicht mehr geschafft. Hätte ich mit dem Mischer runterfahren sollen, hätte ich mich tot gefahren. Ich hab da kurz, wir hatten noch das Zelt auf der Ecke und habe ich mich da kurz noch hingelegt. Hier sind Büsche, Jens. Da brennt ein Leuchtfeuer. Durch. Hast du da nur dein Zelt aufgeschlagen, oder? Nee, ich hatte noch die Essensbox, weil wir nichts zu essen haben. Dann haben wir da noch zusammen gesessen kurz und haben gesprochen, wie gut die Busstelle geworden ist. Fahr doch da jetzt nicht hoch, wie da liegt. Gib doch Angst vor dem Mann. Okay, du hast nicht nur dein Zelt aufgeschlagen, sondern ihr habt euch auch noch Burger King bestellt. Wir hatten Hunger. Wisst ihr, was gedauert hat, den ganzen Boden auszutauschen heute Nacht? Dann habt ihr eine Feuertonne angemacht. Ja, das war auch wirklich kalt heute Nacht. Und eine Kühlbox rangeholt. Na, die hatten wir bei. Da war unser Essen drin und ein Bierchen. Da war euer Essen drin und trotzdem habt ihr nur Burger King bestellt. Das haben wir aber selber bezahlt, ne? Wo bist du? Ich trau mich das nicht zu sagen. Wo bist du? Bei dir vor der Haus und steck meinen Hammer ein. Komm mal rauf auf das Grundstück jetzt. Wie geht's Waldemar? Ja, ganz gut. Der hat sich selber entlassen, weil der gesagt hat, der Essen ist scheiße. Und wir haben auch noch die Termine heute, ne? Komm mal mit unter vier Augen. Echt, wir sind in eine ganz wichtige Bauabnahme. Ja, mach. Ja. Ja, und denk dran, den Verband zu tauschen, ne? Vitali, denk da dran. Jut. Tschüss. Jens, ich stelle dir jetzt eine Frage und ich will, dass du mir ehrlich antwortest. Ja. Wo wohnst du? Naja, wenn ich dich halt an der Baustelle an The Cave bin, ne? Dann immer an der Baustelle. Weißt du, das ist immer nachts die ganze Arbeit, ne? Und ich bin ja schon den ganzen Tag wach wegen der Abnahme und dann müssen wir nachts auch noch bauen. Und wenn ich dann noch zum Hotel fahren muss, ich fahre mich tot mit dem Mischer, ne? Jens. Ja. Stell mir mal eine Rechnung aus. Über was? $300,000. Aber das Anwesen hat doch ja nicht so viel gekostet. Stell mir eine Rechnung aus über $300,000. Kennst du Herr Rooks? Ja, für den haben wir die Hose gemacht. Der Hillblumen wohnt der, ne? Hast du seine Nummer? Ja.
Gut. Henry Reilly Rooks, ne? Richtig, den rufst du später an. Du hast jetzt das Geld. Von dem Geld, ich habe gerade mit Rooks gesprochen, kannst du dir bei Rooks nachher ein Haus kaufen. Oh, da können wir von der Bauamte endlich wohnen. Da freut sich der Basmati, ne? Der kommt in den Trailer immer nicht in das Bett drehen, ne? Weil das zu hoch ist. Ich brauche dir nicht sagen, dass du das hier wegräumst, ja? Natürlich nicht, das machen wir alles weg. Mit den Bildern zusammen. Gehen wir nach vorne. Viel Spaß mit der Party, ne? Sie sagen noch Bescheid, wenn wir die Nebelmaschinen und so wieder runterfahren sollen und dann kommt die Lasershow in der Höhle, ne? Das machen wir so. Gut, gut. Die Party findet heute nicht statt, ist am Montag. Oh, gut. Montag? Ja. Gut. Schönen Abend, Jens. Gut, schönen Abend. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, warte mal, komm mal her. Ja. Ich habe ihm ein Haus gekauft. Echt? Ja, ich habe Rooks angerufen, habe gesagt, was der für Häuser hat. Er sagt, er hat nur ein Sandy, welche. Ich habe ihm $300,000 gegeben, da geht's gleich bei Rooks ein Haus kaufen. Kaufst du mir auch ein Haus? Nein. Da habe ich gesagt, warum soll er sich ein Haus kaufen? Wir haben doch das Blaue, das hat Alessio. Oh, warum hast du dem Haus gekauft? Ich hätte dem auch ein Wohnmobil geben können, ne? Ja, ich habe so Offroad-Wohnmobile. Die haben mit drei Bauamtmitarbeitern irgendeinen komischen Wohnwagen irgendwo stehen. Ja, weißt du, was ich für Offroad... Weißt du, was ich für Wohnmobile habe? Da können 10 Leute drin wohnen. Was hast du denn für Wohnmobile? Ja, so LKWs. So Offroad-LKWs. Hatten wir doch damals einen beim Casino. Ich müsste ein Ausstellungsstück da haben. Das ist das Riesending, was wir damals... Jetzt! Ja. Warte mal kurz. Ja? Hast du das in der Garage, Dennis? Nee, da muss ich runter zum Laden. Das ist nur so ein Ausstellungsstück. Ja, hol mal Ausstellungsstück. Ich hole Ausstellungsstück. Sollen wir uns irgendwo treffen? Sollen wir dir irgendwo entgegenkommen? Ja, ihr könnt auch da runterfahren. Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, Truckers Paradise. Ich Nico weiß wohin. Okay. Sorry. Ich habe auch mit der Steinmetz gesprochen, ne? Wegen der Thron. Ja. Der hat gesagt, der Entwurf ist die nächste Woche fertig. Und dann können wir uns das Modell schon mal angucken. Wäre gut, wenn nicht Gudula drauf sitzt. Kennen Sie die Game of Thrones? Ja. Kennen Sie the Lord of War? Ja. Stellen Sie sich eine Kombination aus beiden vor. Nee, ja. Ich bin nicht tot. Wir einfach so bedrückt gerade spielen, weil er aber einfach wegbricht vor Lachen. Wir sind gerade irgendwo hin und jetzt wird mir was gezeigt. Ich weiß es noch nicht. Ich rufe dich gleich an, aber wir können uns das Haus kaufen. Ja. Müssen wir nicht mehr in den Trailer wohnen. Und zum Fick müssen wir hin, Steffel. Ja. Ursprünglich in die andere Richtung, nehme ich an. Also hier kommen wir zu PD, komm ich gleich mit dem Umweg auch rein. Ich war hier noch nie. Ja. Ich weiß nicht. Das ist Struckers Paradise. Da soll auch Annis Atelier hier sein. Aber sollte das hier nicht vor 16 Jahren mal ausgebaut werden? Da sollte wohl ewig gern mal ausgebaut werden. Wir haben einen Kinoauftrag hier. Da steht, Mahlzeit. Ja, ich glaube, es war der Müller noch. Der steht da drüben, alles ja. Voll mit irgendwelchen Sachen. Welch seltenes Gesicht. Ja. Alles gut? Ja, schön von dir zu hören. Ich habe den Brief da gelassen. Hast du den gelesen? Wo hast du mir den Brief gelassen? Bei dir am Haus wohnst du da nicht mehr? Doch, aber wann hast du mir den geschrieben? Gestern, vorgestern oder so? Nee. Ich habe noch nicht in den Briefkasten geguckt. Wieso, was steht drin? Achso, ich wollte eigentlich nur wissen, ob der Schnaps im Garten noch gut ist. Ja, der ist neu tatsächlich, den kannst du nehmen. Ja, super. Ja, ich bin vorhin leer gelaufen, aber ich bin vom Trecker gefallen, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Sag mal, hast du was von meiner Verlobten gehört? Weil ich glaube, Tascha hat die aus dem Weg geräumt. Nee, tatsächlich habe ich die ewig nicht mehr gesehen. Wegen Eifersucht, weißt du? Tascha, wegen Eifersucht. Ja. Ich höre mich mal um. Aber ich hab... Ich geh dir mal nach, danke. Jo, alles klar, schau mal. Das ist lieb von dir, ciao. Das Wohnmobil. Das ist ein Wohnmobil. Ja, sag ich doch. Ach du Scheiße. Jens, was sagst du? Tatsächlich ein Wohnmobil. Ja, ach nee. Das ist groß, ich mag große Sachen, ne? Ah, Jens, das ist wirklich ein Wohnmobil. Ja, kannst auch lila lackieren. Das ist wirklich groß, ne? Aber wenn ich da mit der Basmati und mit der Vitali drin, ne? Die machen beide das Schnarchung, ne? Nee, es geht ja darum, dass ihr zusätzlich zu dem Haus noch was habt, wo ihr drin pennen könnt. Boah, das ist für die Baustelle, ne? Kann ich vor der Baustelle stellen. Du musst ich nicht mehr in den Dreckstrailer pennen, ne?
Ja. Du kannst deine Angestellten mitnehmen, die können sich sogar auf cool draußen dranhängen. Ne, wenn ich die Basmati draußen anhänge, reißt die Verankerung ab. Willst du so eine haben, Jens? Das ist super geil. Ich sehe da die Folierung mit mir in der Gesicht drauf, ne? Dennis, bestellst du einen? Kriegen wir einen, ja. Spitze. Herzlichen Glückwunsch, Jens. Das ist voll das geile Ding. So, und jetzt komm, du hast dein Auto nach oben stehen. Wir haben noch was anderes zu tun. Ja, bitte? Wo bist du? Zu Hause. Ja, wo ist das? Ja, beim alten PD, weißt du doch. Und dann da, wo der Schnapsladen an der Ecke ist. Ja, da und, in der Straße. Unter der Brücke unten. Nein, nicht die Brücke. Du stehst vom PD und dann ist links ein Schnapsladen. Und wenn du am Schnapsladen vorbei, links in die Einfahrt rein. Warte. Ich fahr erstmal zum alten PD. Moment, bleib dran. Du meinst das PD in der Stadt, da, wo das Riesenrad vorstand? Was für ein Riesenrad? Das alte PD, da wo ich immer im Knast gesessen hab. Okay, warte. Und dann gibt's so einen Schnapsladen da an der Ecke. Ich bin gleich da. Ich war mit Vollgas. Oh, bitte nicht. Wir wissen alle, wie das endet. Halt die Schnauze, sonst weiß ich gleich, wie du endest. Lass dir Zeit. Entschuldigung! So, ich bin am alten PD. Ja, und wenn du da quasi vorne am Haupteingang raus, dann links. Und am Haupteingang raus kommst du links, dann kommt eine Kreuzung, ja. Ja, und dann siehst du mich eigentlich hier stehen. Neben der Bushaltestelle. Ja, da. Ja. Hier wohnst du? Ja, wieso? Ich wollte das hier ein bisschen hübscher machen, aber ich erreiche keinen. Warum hast du Schwimmflossen an? Was? Ich bin... Vor 2 Wochen bin ich quasi mit der Nase auf mein Gesicht gefallen. Und jetzt gleicht das ein bisschen aus. Ja. Komm mal mit. Was denn? Komm einfach mit. Darf ich vorne sitzen? Kotzte mir ins Auto, landet der Helikopter nicht nur. Oh, fahr nicht so schnell, bitte. Halt die Schnauze. Kann... Oh nein. Wirklich. Das geht auch gerade eben so. Aber du willst mir nicht schon wieder was antun. Ich habe wirklich nichts gemacht und ich halte auch die Fresse und so, ne? Wenn du irgendwas brauchst, ich bin dann immer für dich da. Nur ich weiß. Ich würde dir nie was Böses tun. Ich weiß. Aber du bist immerhin einer von meinen Leuten gewesen und ich lasse meine Leute nicht hängen. Egal welchen Weg sie einschlagen. Ich versuche mich ja auf den Kreis zu kriegen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Nur. Wo fahren wir hin? Ja? Das muss unser Geheimnis bleiben, okay? Unser Geheimnis, ja, natürlich. Keiner meiner Leute, gar keiner, niemals, nicht mal eine Andeutung, darf was davon erfahren. Ja. Habe ich dein Wort? Ja. Auch keinen von nicht meinen Leuten, absolut niemand. Etwas unter dir? Wenn du sagst niemand, dann ist auch niemand niemand. Gut. Wir müssen nur gucken, ob die weg sind. Wer denn? Die anderen. Deswegen sei kurz leise, keiner soll deine Stimme hören, falls noch einer da ist. Soll ich mich hinten reinsetzen? Nein, nein, du kannst da sitzen bleiben, ich fahr sonst weiter. Oh, sieht hübscher aus hier. Noah. Ja? Ich weiß, zwischen uns lief nicht immer alles so glatt. Aber ja, wir haben Meinungsverschiedenheiten mit Sicherheit, ja. Du weißt, dass ich meine... Aber man kann sich auch mal einig sein, dass man sich uneinig ist. Du weißt, dass ich meine Leute nicht im Stich lasse. Ich möchte dir was schenken, was unser Geheimnis ist, was unter uns bleibt. Ja. Egal, wie lange es mit deiner Straße dauert oder was du gerade machst, ich möchte dir einen Rückzugsort zur Verfügung stellen. Ein geheimer Rückzugsort. Das ist hier viel zu viel, wirklich. Nein, das nicht. Da kann nicht. Ich hier gar nichts mit... Komm mit. Achso. Das ist wunderschön, wirklich. Nur, ich schenke dir dieses Stück Land. Das ist super lieb. Wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn du nicht weißt, wohin... Nein. Wenn du nicht weißt, wohin oder wenn dir alles zu viel wird oder wenn es mit deiner Straße länger dauert, hast du hier einen Platz, an dem du sicher und anständig pennen kannst. Aber... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie gesagt, das muss unser Geheimnis bleiben. Ich versuche das zu hüten, aber ganz ehrlich, wenn ich hierher laufe so, ich kann versuchen, dass mich keiner sieht, aber... Guck einfach, dass du nicht auffällst, denn wenn einer meiner eigenen Leute, die deine Geschichte mitbekommen haben, bei mir wissen, dass ich dich bei mir auf dem Grundstück wohnen lasse,
Da habe ich eine Diskussion des Jahrhunderts. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da kam ein Auto. Versteck dich und verlass das hier gleich unbemerkt. Ich gehe nach vorne. Nein, 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 nein. Hier bleiben. Bleib hier und versteck dich an einem Zeltplatz. Oder da, ja. Die Luft ist rein, Noah. Ich wünsche dir einen angenehmen. Ich dir auch, vielen Dank.